800 Meter. Ich weiß nicht, ob das eine voreilige Prognose wäre, wenn man es jetzt zuspitzt auf einen Zweikampf zwischen Luis Javier González und Nico Mochebon über 800 Meter. Sie waren die beeindruckenden Aktiven in dem Vorlauf. Die Spanier überhaupt, die 800-Meter-Geschichte bei Halleneuropameisterschaften, das ist ein Kapitel für sich. 92 gewann dieser Luis González. Zweiter Aconada, 90 de Teresa, Zweiter. Der Weitsprung ist noch nicht so recht in Schwung gekommen. Das aber hoffen wir natürlich von den 800 Metern. Aber in Schwung kommen wollen die 800-Meter-Läufer, genau. Um den Gedanken fortzusetzen, die Spanier haben immer eine gute Rolle gespielt. 89 Loerta im Finale, 87 Trabado im Finale, 86 war Trabado Zweiter. Aber, und das ist die Kehrseite der Medaille, kein Spanier im WM-Freiluftfinale und auch nicht bei den Olympischen Spielen. Was wird diesmal in der Halle eine spanische Disziplin, die 800? Bruno Cochislo aus Frankreich, der Landesmeister, ist Außenseiter und er ist sicher noch ein bisschen stärker einzuschätzen. 1,46,35 sein Landesrekord, stärker einzuschätzen als Nico Mochebon. Torbjörn Johansson aus Schweden, nicht zu unterschätzen, ein Mann, der von der Spitze gehen kann, der sich nur schwer verdrängen lassen will. Und Nico Mochebon mit seinen 25 Jahren, das ist die eine Seite und die andere. Er ist seit 2 Jahren erst 800-Meter-Läufer, Leichtathlet überhaupt. Er hat unglaublich viel gelernt. So wie er mit diesem Durchsetzungsvermögen läuft kaum ein anderer. Andrei Loginov aus Russland, der Jüngste im Feld, 21 Jahre alt, der russische Hallenmeister. Und Ousmane Diarra aus Frankreich. Die Franzosen also wieder mit 2 Läufern. Sie könnten wiederum versuchen, wie bei den 1500 Metern ein bisschen taktisch zu variieren. Aber ob das Nico Mochebon und ob das Luis Javier González zulassen, das ist die Frage. Der Titelverteidiger aus Spanien, der nicht die Spitze nehmen wird. Die Franzosen versuchen das zu zweit. Nico Mochebon schiebt sich dazwischen. Der Berliner vom LAC Halensee wieder sehr kontrolliert laufend. Er wird sich auch auf keinen Fall am Spanier orientieren. Das ist nicht seine Art. Er sagt, das, was ich tue, das ist meine Sache. Und ich bin allein auf der Bahn und ich habe mich durchzusetzen. Ich orientiere mich nicht an anderen. Das Tempo des Franzosen Cochislo ist ziemlich hoch. Der zweite Franzose ist schon weg. Dritter ist der Spanier, der natürlich Nico Mochebon nicht zu weit weglassen will. Noch 2 Runden, ein 800-Meter-Rennen, was sich zeitig auflöst, wo es kaum Rangeleien geben wird. Dafür ist das Tempo zu hoch. Jetzt attackiert schon Nico Mochebon, verlässt sich nicht auf sein Finale, geht am Franzosen vorbei, fordert den Favoriten schon jetzt. Da ist der Spanier an den Fersen und übernimmt jetzt seinerseits Luis González an der Spitze in der letzten Runde. Jetzt wird der Berliner versuchen zu knautschen, dran zu bleiben mit seinem langen Schritt und dann vielleicht noch im Finale etwas zuzusetzen. Johansson aus Schweden hängt zurück. Die Attacke. Und die Überraschung mit der 403, Andrei Loginov. Andrei Loginov wird Europameister. Er hat den beiden aussichtsreichen Pancorbo, González und Nico Mochebon einen Streich gespielt. Hatte das härtere Finish und 1,46,38. Das ist nur 300stel über der Jahresweltbestleistung. Das war ein sehr, sehr schnelles Rennen. Und am Ende hat der Russe mit Abstand das härteste Finish. Verweist den Titelverteidiger auf Platz 2. Und Nico Mochebon wird von dem Franzosen Diarra noch abgefangen und ist nur Vierter. Das ist eine Enttäuschung für den Berliner, der hier auf mindestens eine Medaille hoffte. Dabei hat er eigentlich nichts verkehrt gemacht. Die anderen waren nur durchweg schneller.
Nico Mocepon wäre es sicherlich recht gewesen, wenn dieses 800-Meter-Rennen, diese Europameisterschaftsentscheidung nicht ganz in dieser Fahrt absolviert worden wäre. Aber das Tempo schnell gemacht haben die Franzosen und am Ende haben sie davon profitiert. Sozusagen hat sich Bruno Cozzulo geopfert und Ousmane Diarra hat profitiert.